Kampagne ist ja nicht neu, sondern in unserer Stadt eine bewährte und sehr erfolgreiche Tradition. Deswegen freue ich mich auch, dass der LSVD diese Tradition weitergeführt. Die Kampagne ist ein steter Tropfen, der uns in unserer Stadt sehr viel Wirkung entfaltet. Vor allen Dingen darum, Jugendliche zu erreichen und Jugendliche zu sensibilisieren, um aktiv zu werden gegen Homophobie. Wie wichtig gerade diese Zielgruppe ist, glaube ich, ist unbestritten. Wir wissen, dass eine gute und wirksame Präventionsarbeit früh ansetzen muss, eben da ansetzen muss, wo Vorurteile entstehen und gefestigt werden. Und das sind die Jugendlichen, das ist die Schule. Und umso wichtiger ist es, solche Aktivitäten fortzusetzen. Umso wichtiger ist es, wirklich auch an die Schulen zu gehen, an die Jugendzentren zu gehen. Das tun die Respect Games, das tut der LSVD mit sehr, sehr großem Erfolg. Wir als Landesantidiskriminierungsstelle freuen uns natürlich sehr darüber, weil gerade solche Aktionen unsere Arbeit begleiten und unsere Arbeit auch leichter machen. Und gerade jetzt auch in diesem Jahr, in dem Jahr, in dem die Initiative Akzeptanz sexueller Vielfalt begonnen hat, beziehungsweise auch ihre Aktivitäten entfaltet, ist es umso wichtiger, dass solche Projekte die Arbeit begleiten. Deswegen, ja, bewundere ich jetzt dieses Plakat. Jedes Jahr ein neues Plakat und wie ich finde, jedes Jahr ist das Plakat schöner als das vorangegangene. Inzwischen ist eine wirklich große Palette an Materialien entstanden, die auch an die Schulen gebracht werden, die verbreitet werden. Ja, vielen Dank eigentlich, möchte ich sagen, als Landesantidiskriminierungsstelle für diese Arbeit und weiterhin viel Erfolg.